Leute, ganz, ganz wichtiges Video. Halt, stopp, nicht wegdrücken. Auf gar keinen Fall wegdrücken. Es geht heute um deinen Arsch. Also, um deinen Arsch. Guck dir das Video mal bis zum Schluss an. Ganz, ganz wichtig. Teilen, verbreite das Video, sollen alle wissen, ne? Du hast ja genug Freunde und Bekannte auf Faxenburg und Instagram und so. Teilen, teilen, teilen. Bitte, ganz, ganz wichtig. Es geht um euren Arsch. Ja, Leute, mein Name ist Knollte und mir ist heute gar nicht zum Reimen zumute. Weil der Solomski da, der Boss von der Ukraine ist, ne? Forderung, 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 ne? Gib, 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 gib. Ja, und Scholzi, dein Bundeskanzler Scholzi, der hat mal eben gesagt, ja gut, kriegst mal wieder ein Waffenpaket für 700 Millionen. Scheißegal, reicht dem Solomski nicht. Absolut nicht, reicht ihm nicht. Der will mehr. Der will jetzt in die NATO. Richtig, in die NATO will er jetzt. Ja, furchtbar. Und was passiert dann? Zum Glück sagen noch einige, nee, du kommst nicht in die NATO, aber wir geben dir volle Unterstützung. Ja, ganz super, ist ja das Gleiche, ne? Man gibt da einfach einer Kriegspartei volle Unterstützung. Und jetzt bist du gefragt, geh auf die Straße, halt ein Schildchen hoch und sag, keine Waffenlieferung. Kein NATO-Beitritt. Wir wollen keinen Krieg. Und schon wieder eine Scheißfliege auf der Kamera verdüttelt nochmal. Ach, siehst du, nichts läuft. Alles geht hier den Bach runter. Ja, was passiert denn, wenn die Ukraine in die NATO geht, verdüttelt nochmal? Was passiert denn dann? Dann haben wir den dritten Weltkrieg. Weil NATO-Verbündeten müssen wir helfen. Ja, und Joey, der Biden aus Amiland, der ist schon voll dafür. Die nehmen wir auf, die Ukrainis. Ja klar, der sitzt ja da drüben und der Krieg ist hier, ne? Aber Arsch lecken. Weil Onkel Wladimir, der hat Raketen, die kommen bis nach Amiland. Ja, und was ist denn? Jetzt wirklich mal, ernst genommen. Wenn jetzt die Ukraine in die NATO eintreten könnte. Ich will es ja nicht hoffen, ne? Es liegt an dir, geh auf die Straße. Aber nur mal angenommen, wenn. Dann ist die ganze NATO auf einmal gegen Russland. Also ich weiß ja nicht, Wir drängen den Russen immer mehr ein und irgendwann drückt er auf den roten Knopf. Und dann, da macht es Kabum-Tata. Und nicht nur in Amerika, hauptsächlich hier in Europa. Aber auch der Russe, der liebe Wladimir da drüben, ne, der hat Verbündete, die helfen dem. Und dann hat die NATO wieder Verbündete, die helfen der NATO dann wieder. Und wieder andere helfen wieder den Russen. Du, der ganze Planet wird zu Schrott geschossen. Der ganze Planet. Hat man ja schon mal. Vor ein paar tausend Jahren, ne? Weiß keiner was von. Wird ja alles verduscht, ne? Dass es ein Leben vor der Menschheit gab, ne? So mit anderen Menschen und so was. Aber man hat ja festgestellt, irgendwo mal, da so bei den Archäologen, oh, warum strahlt dieser Stein ja immer noch, ne? Aber ganz anderes Thema. Ganz, ganz anderes Thema. Hier geht es um deinen Arsch. Rette deinen Arsch. Sag endlich deiner Regierung, klipp und klar, wir wollen keinen Krieg. Geh auf die Straße, sammel deine Freunde ein, nimm die mit auf die Straße. Desto mehr, desto besser. Und am besten direkt mal den Rücktritt von unserer geilen Regierung fordern. Die müssen weg, und zwar sofort, weil sonst macht es hier ganz, ganz kräftig Krawumm irgendwann mal. Ist eigentlich mal gar nicht meine Art hier so hochhacken und so böse und so überhaupt, ne, aber... Wir gehen vor die Hunde, wenn die so weitermachen. Geht ja nicht immer nur um liebe Geld. Nee, es geht um deinen Arsch, geht da diesmal. Wenn auf einmal so ein Pilzchen da auftaucht und du verglühen tust, hast keine Zeit nachzudenken. Ja, Gott sei Dank, ne? Aber wenn das Pilzchen weiter weg auftaucht und du fragst langsam durch die Strahlung, dann aber. Ja, und was sagst du jetzt? Krieg deinen Arsch endlich mal hoch. Und sagt, nein, wir wollen das nicht. Die Leute in der Ukraine, also so das Fußvolk, ne? Die wollen das auch nicht. Die möchten, dass der Krieg von heute auf morgen zu Ende geht. Und das geht nicht mit Waffenlieferung aus dem Westen. Da muss sich dieser Solomski und der Onkel Wladimir mal zusammensetzen und mal Tacheles reden. Und von mir aus kriegt auch jeder Knüppel in die Finger.
dann sollen die das unter sich ausmachen und nicht die armen Menschen leiden lassen von Little Nomo. Ich hab die Schnauze voll, ich will keinen Krieg. Also, ich hoffe, du hast bis hierhin geguckt, du teilst das. Ja, na sicher teilst du das, du willst ja auch keinen Krieg, verdüttel nochmal. Kriegt endlich den Arsch hoch. Ja, auch ihr Kleberkleber. Ihr habt nichts mehr zu kleben, wenn ihr auf einmal Krawumtata macht. Ja, die Grünen Wähler, ihr habt auch nichts mehr zu wählen, wenn es Krawumtata macht. Gar nichts. Alle jetzt zusammenhalten. Schwarz, weiß, gelb. Nee, grün nicht. Die ganze Knicken, die sind so gehirnamputiert, die kriegen ja gar nichts mehr mit. Die würden immer noch grün wählen, selbst wenn die ersten Pilze sprießen. Ja, also, in diesem Sinne, sauber bleiben!